Förster! Nee, Silas ist noch nicht fit für 90 Minuten. Oh, langer Ball, richtig schön! Was ein Traumball, Marmusch ist alleine! Mach ihn, Bruder, mach ihn! Mach ihn, Bruder! Oma Marmusch, 1:0! Vom Mittelkreis durchgesprintet! Wer hat denn den Zauberball rausgeholt? Ich könnte wetten, dass wieder Ito war. Was ein Ball! Marmusch geht direkt zum Trainer. Schöne Aktion. 1:0. Kommt Geisterspiel, kommt VfB. Es fängt schon an. 15 Minuten gespielt. 1:0. Anton, du Gott, was ein Ball. Natürlich auch ein Top-Laufweg von Marmusch. Und dann auch eiskalt vor der Hütte. Eiskalt vor der Hütte. Schwolo kommt raus. Dem doch wurscht. Schiebt er daneben. Geil, Mann. So, Förster hat nochmal richtig Platz. Riesenlücke im Zentrum. Wer jetzt die richtige Entscheidung findet, ne? Er schließt selber ab, Philipp Förster! Philipp Förster! Jawohl! An alle VIPs, die da sind. Ich sehe gerade nicht viele. Ich hau ihn selber rein. Förster Goat. Aber sofort in den Chat. Philipp Förster macht das 2:0. Nach 18 Minuten. Aber was ist das in der Mitte? Was macht die Hertha da? Also heilige Scheiße, Mann. Das ist ja wirklich erbärmlich. Der kann vom Mittelkreis bis zum 16er Mitte frei durchlaufen. Den attackiert keiner. Ich bin ehrlich, ich hätte eher gehofft, dass er einen abgibt irgendwie auf Sosa links oder wo auch immer. Aber der Abschluss ist sensationell. Das ist ein bisschen die Hoffnung. Belfodil, Belfodil. Oh. Was ein Abschluss, Belfodil. 2:1. Wir haben nicht umsonst gesagt, dass das Spiel nicht durch ist. Das muss halt davor besser verteidigen bei Ito. Den kriegt er halt abgeschirmt. Hat halt auch einfach ein bisschen Erfahrung, ne? Weiß nicht, ob da jetzt irgendwas war. Wäre natürlich schön, wenn irgendwas gewesen wäre, aber ich habe jetzt absolut nichts gesehen. Er schaut sich's an, weil da Rida im Blickfeld von Müller steht, oder was? Abseits! Hui! Also, Ladies and Gentlemen, wir haben Glück. Ey, wenn wir so eine Hütte machen, die zurückgenommen wird, dann würde ich hier hocken und mich aufregen, hier gerade von meiner Wahrnehmung hier live im Stream. Brauchst du das Tor im Leben nicht zurücknehmen? Wer ist das jetzt, Alter? Wer macht der? Ach du heilige Scheiße, Jovetic! Und der wird zählen. 2:1. Also ein Hertha-Tor schöner als das andere. Was war das denn für eine Hütte gerade von Jovetic? Der wird da auch, muss man bei uns sagen, er wird nicht angegangen. Er wird überhaupt nicht angegangen. Anton nicht, Mavropanos nicht. Davor schon in der vorherigen Instanz geht ihn keiner an. Muss ich nicht verstehen. Und deswegen haben wir auch vorhin gesagt, dass wir dieses Spiel nicht schon abhaken können. Boah, Marmusch, quirlig in die Mitte, Ball zurück, Tibidi! Ah, oh, da muss eigentlich mehr rauskommen. Ach, Mann. Schade, das weiß er auch selber. Marmusch sehr stark vorbei, quirlig an Pickerick vorbei, legt ihn zurück und Tibidi steht dann quasi einen halben Meter vor. Förster war es, glaube ich. Und trifft halt nicht voll den Ball, ne? Es waren dann auch wieder 10, 11 Meter frei vor der Hütte. Schön zurückgelegt von Marmusch, aber den trifft er nicht voll, geht dann daneben. Das war wirklich eine sehr, sehr dicke Chance für TBD. Tatsächlich vielleicht sogar sein erstes Tor zu machen in der Situation. Soll die Chance. Ich hole den Kleber nochmal raus. Bei mir spukt's halt safe, Digga. Oh! Tor! Marmusch abseits. Langer, geiler Ball von Sosa. Das wäre das zweite für Marmusch und das dritte für uns. Das ist kein Abseits, Bruder. Schau ich es dir nochmal an. Bin mal gespannt jetzt auf die Entscheidung. Ach, komm, Alter. Einen halben Millimeter Abseits. Wir wollten ihr verarschen. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Heilige Scheiße, Alter. Jovetic, was ein Freistoß. Auf die kurze Ecke. Den hat der Müller gut. Sehr gut. Das Ding fliegt, weil er ihn so hat, fliegt er hoch. Aber zurück oben aufs Tor und kommt quasi nicht als Bogenklappe wieder runter, sondern landet oben auf dem Tor als Eckball. Nicht so. Eieieieieieie. Ja, sorry, aber ist hoch verdient. Mit Ansage. Sag doch richtig, Kommentator. Mit Ansage. 2:2, der Hertha gleicht aus. Also ist leider mit Ansage. Wir spielen hier seit 20 Minuten gefühlt. Passiert hier nichts mehr im Spiel. Jetzt kommt eine Flanke mal durch. Schön abgelegt. Flanke von ihm. Geil abgelegt von Belfodil. Und dann halt aus dem halben Meter gefühlt stochert halt rein der Jovetic. Doppelpack für ihn. Ey, Jungs, es ist halt wirklich. Ich würde mich gerne aufregen, aber es ist. Es kam halt einfach. Es kam. Das ist verdient.
Das faire Ergebnis für diese Partie ist ein Unentschieden. Weil wir zu wenig machen einfach. Wir machen einfach zu wenig. Schlicht und ergreifend, wir machen zu wenig. Karasor, komm, einen kriegt man noch. So ist er mit der Flanke. Die kommt nicht schlecht. Boah, Marmoush schlägt nochmal hoch. Nee, wir haben ihn nochmal. Anton. Chippt ihn hoch. Silas. Scharf rein. Nein. Abgeblockt. Nochmal in der Ecke. Die gibt's nochmal. Komm auf. Das ist jetzt ganz klar letzte Aktion. Jetzt ist auch ein bisschen der 16 ein bisschen mehr besetzt, so wie es aussieht. Die ist halt nix, die Ecke, Alter. Hilf Gott, Mann. Oh, das fuckt mich jetzt schon wirklich ab, ey. Das fuckt mich jetzt mies ab. Real Talk, Mann. Das fuckt mich mies ab. Das geht mir mies auf den Sack. Das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Es ist hochverdient, das 2-2. Es ist hochverdient. Es ist hochverdient und aus unserer Sicht halt dermaßen unnötig. Du führst verdient und sehr dominant führst du 2-0 nach einer halben Stunde. Fängst dir richtig sinnlos das 2-1, weil du einfach nicht drauf gehst, nicht einfach passiv bist, nichts machst. In der zweiten Halbzeit kommt die Hertha immer mehr ran, verdient sich ihr 2-2 zu 100%, verdient sich das. Das war irgendwann wirklich eine Lethargie, eine, ja, keine Motivation gefühlt drin, kein Drang nach vorne in der zweiten Halbzeit. Das war eine, wie wir es gegen Freiburg hatten, wie wir es gegen Leverkusen hatten, auch schon zu Hause. Eine richtig komische, nicht zu erklärende Null-Bock zweite Halbzeit. So gemein es auch klingt. So gemein es auch klingt. Es war wieder so eine komische, kein Bock zweite Halbzeit. Also, keine Ahnung. Hochverdientes Unentschiedenes, faire Ergebnis über 90 Minuten. Aber wenn du halt wirklich gegen Berlin in so einem wichtigen Heimspiel, Fans hin oder her, 2-0 führst, nach einer halben Stunde alles top läuft, dann ist halt das 2-2 einfach nicht nötig. Dann musst du das Spiel runterbringen. Gerade in so einer Phase, gerade tabellarisch und alles, musst du das Spiel so runterbringen, ey. Meine Fresse. Auch wenn das Spiel so hoch verdient ist, ist es 2-2. Hoch verdient, aber von der Ausgangslage mit 2-0, der Anfangsphase, der Tabelle, Heimspiel, alles, der Möglichkeit, alles selber zu entscheiden, auch in der zweiten Halbzeit, verstehe ich nicht.